Ein Bild der Verwüstung zeigt sich im Stubaital. Die Wassermassen und Muren reißen Brücken, Straßen und sogar Autos mit sich. Am Freitag trifft es das Oberbergtal und das Gebiet zwischen dem Ortsteil Kampel und Medratz schwer. Ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber das habe ich noch nie gesehen, wie das die Welt ausgeschaut hat. Und komme jetzt gerade vom nächsten Erkundungsflug. Also es hat noch was draufgelegt. Und wir haben jetzt nicht nur in Oberberg, sondern wir haben in Unterberg große Schäden. Schäden sind enorm. Das ist schon von einmal die Infrastruktur, die ganzen Zufahrtsstraßen, die ganzen Uferleitwerke sind kaputt und Überflutungen. Dann haben wir ca. 25 überflutete Keller auszupumpen gehabt und eben den Assistenzeinsatz für die Feuerwehr Fulpmes, weil die ja da nicht mehr zum Einsatz gekommen sind, haben wir müssen übernehmen. Eine Mure reißt am Freitagabend eine Zufahrtsbrücke weg, rollt über die B183, die Stubaitalstraße und die Industriezone und verschüttet dabei mehrere Autos. Darunter auch das Auto von Pfarrer Augustin. Er wird bisher immer noch vermisst. Auch ein Pärchen wird unter der Mure begraben. Jean-Pierre Ribis ist einer der ersten an der Unfallstelle. Ja, also ich war da live dabei bei dem Murenabgang Margaretenbach. Es war wirklich schlimm. Also die obere Brücke, die hat es weggerissen. Die ist ca. 3 Meter weiter unten gelegen. Und bei der Hauptstraßenbrücke, die war total überflutet und da sind allweil Steine, Nachmuren, alles nachgekommen. Also es war wirklich schlimm. Und ich bin da ausgestiegen, ich und Leino die Schreie gehört für die zwei Personen. Also das sind Sachen, die was man sicher lange nicht mehr vergessen wird. Die haben Leino geschrien, um Hilfe geschrien und alles Mögliche. Die Freiwilligen Feuerwehren Neustift und Fulpmes schaffen es, die zwei verschütteten Personen auszugraben und dem Rettungsdienst zu übergeben. Jetzt sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Mit Baggern werden die PKW-großen Steine und Baumstämme aus den Bächen gehoben. Ja, die Aufräumarbeiten soweit. Müssen wir das ins Oberbergtal alles neu machen, was wir die letzten 2-3 Tage schon gemacht haben, weil einfach alles wieder kaputt ist. Und das ist eigentlich jetzt die Hauptaufgabe, dass wir das wieder herstellen, die Zufahrt zu den Almen. Das kann man nicht sagen, weil einfach die Schäden so groß sind. Es müssen die Brücken kontrolliert werden, ob die Brücken müssen neu gebaut werden. Es ist die ganze Stromversorgung, es ist der Weg, bis das wieder so ist, wie wir das gewohnt sein als Neustifter. Das wird sicher noch lang, lang dauern. Ein weiteres Problem am Unfallort, die Schaulustigen. Sie behindern nicht nur die Einsatzkräfte, sondern begeben sich dabei auch oft selbst in Gefahr. Ich möchte auch noch sagen, mit den Schaulustigen, dass ein Appell an die Leute, dass sie einfach weggehen und die Feuerwehren und Rettungsdienst, Polizei einfach in Ruhe lassen und ihre Arbeit tun sollen. Überall, die stehen überall. Im größten Gefahrenbereich sind überall die Leute rein. Und das ist einfach traurig und schade. Ein Ende der Aufräumarbeiten ist derzeit noch nicht in Sicht. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens im Stubaital wird derzeit ermittelt. Eine vorläufige Schätzung des Landes geht aber von rund 6 Millionen Euro aus.